Was müsste in Deutschland passieren, damit das Thema Fachkräftemangel ein Wort aus der Vergangenheit ist und wir in Zukunft wieder genug Leute haben, die im Handwerk die Ausbildung machen? Darum geht's. Viel Spaß dabei. Ja, wir machen noch ein kleines Diskussionsvideo. Ja. Bin mit dem Marvin hier. Mein Name ist Alex. Wir wollen uns mal wieder vorzustellen, alle paar Videos, für die, die nicht dauerhaft zuschauen. Hi. Und wir wollen heute mal drüber sprechen, was müsste eigentlich passieren, damit das Handwerk wieder interessanter für Fachkräfte wird. Was müsste vielleicht die Politik machen? Was müssten vielleicht die Unternehmer machen? Was müsste generell im Markt passieren? Ja, also meiner Meinung nach ist es halt so, wir haben die Situation, Fachkräftemangel ist in aller Munde. Ne? Wir haben dazu auch viele Videos hier bei uns auf dem Kanal, wie man halt als individueller Betrieb da auch entgegenwirken kann, was man halt machen kann, um trotzdem für sich noch Mitarbeiter zu gewinnen. Aber wir wollen so ein bisschen über die Grundsatzthematik einfach sprechen. Wie ist es dazu gekommen oder warum ist das Handwerk eben nicht mehr so attraktiv für die Leute? Warum gibt es weniger Auszubildende in dem Bereich und wie kann man dem Ganzen vielleicht entgegenwirken? Hm. Also meiner Meinung nach gibt es halt einen viel zu krassen, also das ist jetzt ein Aspekt und ich bin jetzt auch kein Experte auf dem Feld, aber das ist einfach mal so meine persönliche, also kein Experte im Bereich Demografie und solchen Themen, aber meine persönliche Einschätzung ist einfach, dass es gesellschaftlich auch aktuell einen viel zu starken Drang gibt nach oben, im Sinne von, dass so Berufe wie handwerkliche Berufe auch in der Gesellschaft immer weiter so ins Abseits gestellt werden. Ja, Leute wollen alle Abitur machen, Leute wollen alle studieren und es gibt einfach so diesen Drang nach oben, diesen Drang. Was war's mit oben? Nach oben im Sinne von immer höhere Abschlüsse zu haben, ja. Okay, also es ist eher eine Abschlussthematik, dass man halt sagt, das Studium ist halt, weil es ein höherer Abschluss ist. Genau, genau. Mehr wert als ein Handwerk, richtig, ist eine Ausbildung. Genau, ja. Also es gibt einfach meiner Meinung nach so einen gesellschaftlichen Druck, dass alle Jugendlichen so diesen Drang haben, hey, ich muss studieren, ich muss Abitur machen, ich muss studieren und ich muss einen Beruf haben, der irgendwie im Büro ist. Weil das als gesellschaftlich anerkannter gilt als einfach ein Handwerksjob, der meiner Meinung nach es ist halt einfach eine ehrenhafte Aufgabe, etwas zu kreieren und etwas zu bauen und so weiter. Und das ist halt einfach, dieser Shift einfach zwischen Handwerk und Büro, da ist einfach so eine. Aber woher kommt der Shift? Meinst du, das kommt jetzt nur daher, dass die Leute sagen, dass das so ist? Oder, also ich bin der Meinung, es hängt auch mit den Gehältern zusammen einfach. Es war vor 5 bis 10 Jahren noch so, da hat halt ein ausgebildeter Handwerker einfach seine, keine Ahnung, 16 Euro die Stunde bekommen, ein bisschen mehr als Mindestlohn. Und der Studierte hat halt 20 bekommen und dann ist halt klar, wo das herkommt. Aber merken wir jetzt eine Änderung gerade im Markt, rein markttechnisch schon. Genau, das ist mit Sicherheit, liegt das an den Gehältern, weil du halt einfach sozusagen wenn du Ausgebildeter bist, also Abitur und Studium und so weiter, dann hast du halt einfach bessere Chancen, so einen Job zu bekommen. Und das ist natürlich das, was die Gesellschaft und die Eltern und das Umfeld und so weiter auch dann vorgeben, dass du halt in diese Richtung eher tendieren solltest. Und dadurch geraten dann halt handwerkliche Berufe immer weiter ins Abseits. Und dadurch ist diese Schere und auch dieser Engpass meiner Meinung nach auch entstanden, dass du halt immer mehr Drang hast in Richtung besser verdienen, bessere Jobs im Sinne von Gehalt. Und dadurch hast du halt einfach viel zu wenig Leute, die im handwerklichen Bereich tätig werden wollen. Was interessant ist, wie das früher tatsächlich war, ich weiß nicht genau, wie es im Westen war, ich weiß nur, meine Eltern kommen aus dem Osten und es war damals so, da konnte einer pro Klasse studieren. Hm. Einer in der Klasse, das war der die besten Beziehungen zu den Parteifunktionären hatte, das muss man dazu sagen. War jetzt auch nicht ganz ideal, aber das Spannende war daran halt, dass zum Beispiel meine ganzen Onkels und mein Vater haben halt alle handwerkliche Berufe gelernt. Hm. Die waren halt nicht die studiert haben. Ja. Und dadurch hattest du halt immer genug Handwerker. Das ist ganz interessant, weil damals war es halt so, da gab es wirklich einen sehr starken Engpass, politischen Engpass, politisch bedingten Engpass an Studierten. Da waren die wirklich in Anführungsstrichen rar. Heute hast du ja mehr Studierte als Handwerker. Richtig, und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass einfach auch so Dinge wie das Abitur auch einfach ein bisschen und auch der Bachelor und das Studium auch so inflationär einfach geworden sind. Das heißt, es ist einfach meiner Meinung nach viel zu einfach heutzutage, das Abitur zu bekommen und Bachelor. Das ist tatsächlich so. Es ist ja wirklich so, dass mittlerweile Leute schon klagen können, wenn ihr Kind keine gute Note bekommt, nur um irgendwie da durchzukommen. Also, und dass da wirklich Leute teilweise mit 3-0 oder 4-0, gut, 3-0 geht dann, aber mit 4-0 das Abitur abschließen, wo du sagst, hey, die wären auf einer Realschule viel besser aufgehoben gewesen. Richtig. Einfach hätten bessere Jahre gehabt. Und diese Veränderung hat es einfach gegeben, dass du halt einfach, dass jeder
jeder quasi die Möglichkeit hat. Und dann, wenn ich dann mein Abitur habe, dann möchte ich natürlich auch das nutzen, studieren und jetzt nicht, wofür habe ich Abitur gemacht sozusagen, wenn ich jetzt in einen handwerklichen Beruf gehe. Ne? Und das ist ja dann auch dafür früher, sag ich mal, nicht vorgesehen gewesen. Das ist ja eher dafür da gewesen, das Abitur, dass man dann in akademische Berufe reingeht. Heutzutage macht aber ja fast jeder so gefühlt, also ich habe jetzt keine Statistiken, wie sich das genau verändert hat. Das ist jetzt mein persönliches Bild oder mein persönlicher Eindruck. Aber einfach sehr, sehr viele diesen Karrierepfad und sehen dann für sich natürlich auch so, ja, okay, warum sollte ich das jetzt, wenn ich diesen Weg eingeschlagen habe, warum sollte ich jetzt ins Handwerk gehen? Mhm. Ja, das Spannende ist auf der anderen Seite aber auch, dass das Handwerk an vielen Stellen einfach unattraktiver ist, also sich selber auch unattraktiver macht, als es sein müsste. Also wir haben halt auch genug Beispiele, wo wir wirklich mit Leuten gesprochen haben, die sagen, ja, die Azubis kommen alle reihenweise zu uns, weil die in den ganzen anderen Läden einfach verheizt werden. Mhm. Die schleppen da die schwersten Sachen, die sind gerade mal 16 oder so, schleppen da die schwersten Sachen, müssen die ganze Drecksarbeit machen. Ja, musste ich auch als Azubi vor 20 Jahren machen. Ja, super, nur die Zeiten haben sich halt geändert. Und wenn da dem Azubi gegenüber eine größere Wertschätzung entgegengebracht wird und das geht damit los, dass die Leute schon nicht bereit sind, mal 2.000, 3.000, 4.000 Euro in die Hand zu nehmen, um einen Azubi zu finden überhaupt. Mhm. Ja, das bringt mir der Azubi ja nicht. Ja, das bringt ja die ersten 3 Jahre vielleicht nicht, aber danach. Und das finde ich immer extrem beängstigend, wenn ich mit einem Handwerker spreche und der mir sagt, nee, wir suchen eine Fachkraft schon. Ich so, ja, okay, habt ihr auch einen Auszubildendenplatz, habe ich auf der Website gesehen, habt ihr auch noch ausgeschrieben. Was mit dem? Ja, nee, für den wollen wir nicht so viel Geld ausgeben. Hab ich auch gesagt, du, ganz ehrlich, ich kann eine Fachkraft organisieren, das ist kein Thema. Der geht aber von woanders dahin. Der gesamte Pool von Fachkräften wird da nicht plus eins oder so, sondern der kommt einfach von woanders und geht dahin. Wenn ich einen Azubi mache, dann hole ich da jemanden in die Bubble rein, dann wird die Bubble ein Stück größer. Und das ist gefühlt bei den Handwerkern überhaupt noch nicht angekommen. Und wir haben auch darüber am Anfang gesprochen, was sollte die Politik da machen? Ich bin der Meinung, die Politik sollte da gar nichts machen. Mhm. Das wird jetzt noch 5 bis 10 Jahre dauern, dann wird es irgendwann ein paar Handwerker geben, die verstanden haben, wie wertvoll die Azubis sind, werden Leute finden nach wie vor, werden den Leuten mehr bezahlen, als es jetzt so ist. Es geht ja damit los, dass es weniger Leute gibt, dadurch können weniger abgearbeitet werden, dadurch erhöhen sich die Preise, dadurch erhöhen sich die Löhne und dadurch sind wir dann in der Situation, wo dann halt irgendwann ein Handwerker so viel verdient wie ein Anwalt jetzt, ohne x Jahre Studium, ohne x Jahre Lernen, ohne Abitur und dann ist es halt so, gut, willst du ins Handwerk gehen, weil Handwerk hat goldenen Boden tatsächlich wieder, das wird halt so passieren, zwangsläufig. Aber ich finde, die Handwerksbetriebe selber sollten da mal aufwachen. Es ist nicht mehr wie früher. Ihr könnt die Azubis nicht mehr verheizen, ihr könnt nicht mehr die ganze Drecksarbeit machen lassen. Klar, die haben auch mal eine Scheißarbeit zu erledigen. Ist ja in Ordnung, ne? Aber wenn dann wirklich uns Partner sagen, hey, das sind 6, 7 Azubis, die dieses Jahr alleine angefragt haben, weil die bei anderen Betrieben einfach nicht zufrieden sind, einfach nicht glücklich sind, was komplett korrekte Leute sind, die auch einen guten Job machen, das kann nicht sein. Ja. Da checkt das Handwerk aber selber sein Problem nicht. Und dann zu sagen, nee, ich bin nicht bereit, mal 2.000, 3.000 Euro auszugeben für einen Azubi, das geht auch, finde ich, gar nicht. Ja. Für einen Mitarbeiter gibst du 5.000 aus oder 10.000 für einen festen. Und der Azubi, den kannst du sogar noch besser machen als den. Ja, ich finde, jeder Handwerksbetrieb hat das auch selber in der Hand. Ja. Ne? Alle sagen immer, ja, die Politik muss da was tun und das Handwerk muss wieder attraktiver werden. Aber selber muss man, also es können eigentlich nur alle Handwerksbetriebe selber sich an die eigene Nase fassen und da einen Schritt in die richtige Richtung machen, was du eben gesagt hast. Und eben auch eigene Leute wieder mehr fördern und diese Leute dadurch eben ins Handwerk reinholen. Ne? Ja. Also ich denke auch, wenn wir die drei Entwicklungen mal betrachten, dass wir zum einen sagen, dass natürlich dadurch, dass es viel mehr Studenten gibt, dieser Wert der Studenten halt sinkt einfach. Und ich glaube, die Studenten verlangen auch nur noch so viel Geld, was ihnen irgendwann mal erzählt wurde, aber die kriegen es halt oftmals gar nicht mehr. Ja. Zweitens, die Handwerker selber ein bisschen aufwachen und erkennen, okay, die Azubis sind halt unsere Zukunft, die sind halt wichtig, die müssen wir hegen und pflegen. Klar, da müssen wir auch mal was abverlangen von der Arbeit, keine Frage. Ne? Mhm. Ich muss vielleicht noch mal Geld ausgeben, ich muss vielleicht noch mal sichtbar sein irgendwo. Ja. Und auf der anderen Seite sowieso, dass allein durch Angebot und Nachfrage sich der Wert der Handwerker erhöhen wird in Zukunft, dann haben wir, glaube ich, gar keine so schlechte Zeit vor uns. Ja. Es hängt viel an Handwerksbetrieben, aber wie sie es ausleben, weil egal, was die bezahlen, wenn die Leute da richtig verheizt werden in der Firma, dann werden die keine Leute finden. Und dann versuchen die sich irgendwie noch an den Ast zu klammern, ich kriege einen Ausgebildeten, weil der bringt von Anfang an Mehrwert, ja, mag sein. Ja, dann kriegst du in Zukunft nicht mehr irgendwann. Nee. Gut. Genug philosophiert, würde ich sagen. Ja, ne? Ich denke, da war ein paar interessante Aspekte vielleicht dabei. Aber unser Appell ist einfach, versuch auch da einfach Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht nur zu sagen, die Politik muss da was machen und das Handwerk muss mal wieder irgendwie attraktiver werden, sondern versuch auch selber da was zu machen. Ja, versuch selber weiterhin einen geilen Job zu machen, gute Preise zu nehmen, also gute Margen dann für deinen Betrieb auch zu machen, dass du eben auch in der Lage bist, gute Gehälter zu zahlen.
deinen Betrieb immer attraktiver aufzustellen. Ja, und dann auch einfach junge Leute dadurch auch fürs Handwerk begeistert zu können. Auch sichtbar sein in den sozialen Medien, ja. Wie sollen denn die jungen Leute merken, wie es ist, bei euch zu arbeiten, wenn ihr nicht mal vielleicht irgendwie sichtbar seid auf Social Media, ne? Ja. So, und das sind alles so Sachen, die führen dann dazu, dass die jungen Leute halt auch eben bereit sind, sich mit euch auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ja. Und das führt dann wiederum dazu, dass es dann auch Weiterempfehlungen gibt und so weiter. Also der Appell passt ja da auch an die eigene Nase, nicht nur auf die Politik verlassen, weil man ist immer meistens besser damit beraten, da auf sich selber zu setzen, statt Richtig. Auf statt die zu Politik hoffen. Hat noch nie unsere Probleme gelöst, tatsächlich als Unternehmer. Das genau. ist einfach so ein Ding. So. Gut. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.